Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obscurity zusammen mit der Julia und dem Link. Hallo! Da. Was für ein komisches Ende wir letzte Folge hatten, ey. Wieso? Und tschüss! Was? Nee, nicht schon wieder. Nicht nach 14 Sekunden. Nee. So. Was hattest du gesagt? Shift-Rechtsklick. Hallo, es gibt gar keine Enderman hier, ne? Ich suche gerade einen, aber es ist Findo-Coin. Ich hab aus Versehen irgendwie zu viel rein. Ich hab jetzt gerade einen Lila rausgenommen. Danke. Bei mir kommt gar nichts raus, wenn ich das mache. Wenn ich. Du hast eine leere Hand? Ja. Shift linksklick, was cool. Ach, hier ist eh nichts mehr drin. Rechtsklick habe ich auch versucht. Okay, magst du mir die Blüten geben? Guck mal, wenn ich rechtsklick mache, zack, zack, zack. Das ist alles rausgenommen. Es ist so dunkel hier. Müssen wir mal nochmal rein? Ich hab's nicht. Du aufgehoben haben. Nichts drin. Ich habe Angst im Dunkeln. Die Farbe hat sich auf meinem Ende drin verlassen. Ah, ja, doch, passt, danke. Ja, das, also hast du doch, oder wie? Ja, hab sie. Also ich brauche davon zwei, davon eins und einen Samen. Flump. Sehr gut. Ich check das voll ab hier. Also ich nehme jetzt erstmal die ganzen Botanier-Quests und gebe Julia das Zeug da. Ich finde nicht einen Enderman. Ach. Du auch? Was bist du denn für einer? Ich habe Krumm gefunden, der hat einen komischen Kopf. Cool. Julia? Ja? Ich werf's einfach mal hier oben in die Kiste alles. Ja, sofern ich's brauche. Ja, das haben wir auch abgeschlossen. Hier hat sich schon mal einer rausgepuddelt, hier ist ein Weg nach unten. Cool. Ah, da ist ja unser Haus da hinten, na gut. Ich hab gleich keine Fackel mehr. Wusste ich doch, dass ich Klebeholz brauche. Wo habe ich denn noch an kleinen Quests? Klebeholz, aha. Klebeholz, genau. Oh. Was ist jetzt bitte, schon wieder? Ich weiß jetzt, warum ihr die ganze Zeit Rotten Hearts gefressen habt. Ich sehe gerade das erste Mal eins. Und schau dir an, wie es heißt. Wo ist es denn jetzt? Er hat es umbenannt im Amboss. Oh. Er steht ja drunter, unten in, im Grau geschriebenen, dass du es nicht essen darfst. Ja, es steht, wenn man einfach nur kurz hinschaut, sieht man Full Heart und denkt sich so, yo. Läuft. Okay. Ach, du hast schon erweitert. Guck dir den mal an, guck dir den Kopf mal an. Ja, der Kopf ist unten an den Füßen. Ach ja, stimmt, der läuft falsch rum. Ja, du weißt, das normale Minecraft-Ding, wenn jemand Krumm heißt, es läuft da andersrum. Oder Dinnerbone. Dinnerbone kenne ich, ja. Okay. Dinnerbone und Krumm ist genau das gleiche. Kannst du also Tiere so benennen, dann laufen die auf dem Kopf. Ach so, okay. Mit dem Name-Tag. So. Warum, wo ist denn einer? Au. Ach da. Hey. Nimm es weg. Nimm es weg. Ich habe keinen Enderman gefunden. Hey. Hey. Dürfen es nicht tippen. Mach das weg. Wie viel habe ich jetzt noch? 6 Stück. Das reicht mir erstmal. Trolling Julia. Ja, ich sehe schon. Gold. Ich muss 2 von diesen Dingern bauen. Ja, wo kriege ich jetzt Enderman her? Mal gespannt, für was die sind. Du könntest es unten versuchen, weil wenn du es eh nur mit der Fiole sammeln musst. Safari-Netz, ja. Safari-Netz geht das vielleicht damit auch. Da ist sogar gerade einer drin. Ah, ich muss die Maschine abstellen, schnell! Bevor es passiert, wer hat in die Kiste hier hingehangen, dass ich nicht mehr da runterkomme? Aha. Link! Wie er sofort wusste, dass Link es gewesen sein muss. Ich hab ja auch gelacht. Nein, ich hab meinen Rucksack ins Weg geworfen. Da war doch kein Enderman, oder? Julia? Hm? Da ist er in, wenn ich sehe ihn. Oh, wo bist denn du, Finn-Schücher? Hä? Moment. Gab's für die Wasserquest. Da ist er. Schüch! Ich hab Enderman. Oh. Pass auf. Jetzt kommt nämlich die nächste Quest, wo ich nicht so ganz 100% weiß, was ich damit machen muss. Ich habe ein Mana-Becken, das ich erstellen muss. Und da steht da so Mana-Becken, Rezepte, keine Ahnung. Lass mich schon reinschauen. Ich weiß nicht, es gibt nicht mehrere Mana-Becken. Es ist ein normales Mana-Becken. Mana Pool, ja. Genau. Du hast und schon mal den kleinen, den Diluted Mana Pool gemacht? Ja, genau, da habe ich 2 davon bauen jetzt, müssen. Moment, ich brauche
bisschen Erde. Ich habe Erde dabei. Wo willst du dein Blumenfeld hinbauen? In welche Ecke? Egal. Weiter hinten hätte ich gesagt. Am Ende dann. Link, der Autospawner funktioniert nicht. Brother! Scheinlich. Entschuldigung. Dann Holz. Weißt du, als hätte ich den Shelter schon längst umgelegt einmal, aber es war immer. Es geht einfach wieder. Du musst den off haben, auf jeden Fall, den Schalter. Ja, trotzdem. Bitte nicht ja. Funktioniert. Siehst du, was hier spawnt? Siehst du sie? Siehst du das Gespawne? Ja, ich seh's auch. Oh. Was laberst du? Hättest du mal auf mich gehört. Ich hab einen Enderman-Kopf, aber du brauchst einen speziellen Kopf, oder? Du brauchst den aus Ender.io. Ja, hab ich. Dass der Enderman direkt tötet, baut das mal aus. Ich hab nicht jetzt gerade den ersten Enderman, den ich getötet habe, direkt den gekriegt, den wir brauchen, oder? Ja. Doch, ernsthaft? Ich kenne jemanden, der hat folgenlang versucht, einen Enderman zu töten. Ja gut, man muss aber dazu sagen, er hat es letztens auch versucht und hat keinen bekommen. Ich habe aber keinen einzigen Enderman gefunden. Also, du hast deine Nightshades? Wo, ja. Wo muss man den abgeben? Wo muss er hin? Da, ne? Ich weiß nicht. Hopmaster oder sowas war das, ne? Richtig? Ich glaube im allerersten, oder? Entering Darkness? Ne, da gehört rotes. Wo gehört das hin? Das ist Ender, der Kopf. Braucht man den nicht, um irgendwas zu craften? Julia, wofür brauchst du den? Den brauchte ich bei Tower Defense. Moment, ich und dann muss man dann in das Slice-Gedönse reinpacken, um einen Tormented Enderman Head herzustellen. Jetzt sehe ich die Blumen, okay. Ich habe keine Ahnung, ich gebe dir einfach den Cap Head, dann kannst du weitermachen. Wo bist du denn gerade? Okay. Er schmeißt ihn einfach in Semi. Nein, ich bringe ihn dir persönlich. Ich will aber jetzt nicht, weil ich mache jetzt botanisches Gedönse. Ich schmeiß ihn jetzt dahin, da. Ja. Oh. Ja, Kiste frisst. Jetzt setzt du hier noch eine hin, also da muss immer ein Feld zwischen drin. Ich muss mal die anderen Endermans noch töten, die wir da gespawnt haben. Dann hier halt in die Ecke, also so in einem X halt. Und die Blumenbacken schon wieder. Nice. Ich muss nochmal neu connecten, damit ich die Blumen sehe. Oh je, Link. Was ist da los? Hauptsache ich töte den ersten Enderman. Zack. Jetzt hast du einen Mana-Spreader, ne? Aha. Also, du hast so einen Stab schon, richtig? Ja. Wenn du damit so eine Blume rechts klickst, wird dir über der Blume angezeigt, wie viel Mana die hat. Unbekannter Status. Ah ja, die ist jetzt so fast zur Hälfte. Und die ist ganz voll. Die anderen ja, sind... Die machen nicht aus Dunkelheit Licht. Ah. Du kannst natürlich die mit der Sonne hier nicht benutzen, weil such mal hier eine Sonne. Ja, funktioniert ja. Nicht so ganz. Also, der Mana-Spreader macht folgendes, das sammelt von den Pflanzen das Mana ein und schießt es auf einen Mana-Pool, um den zu befüllen. Heißt, du setzt ihn jetzt einfach mal hier hin. Nein, den Mana-Spreader. Oder du kannst auch oben, hängen einfach oben drüber, braucht weniger Platz dann. Du brauchst übrigens noch einen zweiten Mana-Pool. Ach, ja. Den Mana-Verbreiter. Ja, oben, häng hier oben an die Wand einfach. Du brauchst noch einen zweiten Mana-Pool. Ja, ja, lass sie doch. Ja? So, jetzt stellst du hier deinen Pool. Ich lasse ja. Hier irgendwo auf dem Boden. Einfach irgendwo hier hin. Ja. So, jetzt rechts klickst du mit deinem Stab den Pool und dann den. Die Blume. Müsste der sich auf den Pool ausrichten. Nein, den. Den Pool und dann den Spreader. Oben. Also den Spreader. Spreader. Ja, dann nee, ich glaube, cool. Shift rechtsklick, oder? Shift rechtsklick. Ja. Shift rechtsklick. Nee, ist falsch rum. Nee. Oh, ich weiß immer nicht, mit was man den ausrichtet. Shift rechtsklick auf den Pool. Mach mal Shift rechtsklick auf den Pool. Und dann auf das Ding. Was für Modus hast du den gerade? In was für Modus hast du den Stab gerade? Ja, jetzt steht da so von. Ach, da, nimm mal. Guck mal selbst. Da ist irgendwie. Achtung, Kiste. Nee, du kannst. Ich will das machen. Ich töte dich. Die hatte ihn im Bind-Mode. Also ja. Ja. Boah, Link, gib mir einfach den Stab. Du kannst ja genauso wenig. Ja, jetzt hat's geklappt. Okay, ja, jetzt also du, wenn du den Stab ins leere Schiff rechts klickst, siehst du unten über deinen Hunger und sowas, in welchem Modus der ist. Ob wenn Bind-Modus, also um die zwei hier aneinander zu binden. Ah, Bind, ja, genau. Ja, und dann machst du Shift rechts zuerst auf den und dann auf den. Das habe ich vorhin ja auch gemacht. Ja, und jetzt zeigt er halt genau auf den, sammelt das Mana von den Blumen und schießt es hier rein. War immer, wenn er halb voll ist.
Und ich habe ja noch ein zweites, das heißt, ich könnte jetzt noch einen hinhängen da. Nee, es geht nicht schneller. Das bringt ja nichts. Du kannst aber mit deinem Stab sehen, ob der von allen Blumen auch alles sammelt. Ja, ob die Blumen leer werden. Also die da wird leerer. Auch leerer geworden, die mittlere ist immer noch voll. Also sollte das reichen von der Entfernung her. Ja, eigentlich schon. Was ich komisch finde, ist, da steht so, wenn ich mit dem Stab über die Pflanze gucke, ist dieses Zeichen von dem Mana-Verbreiter und da ist ein X dran. Okay. Aber bei allen. Ja, dann hat er gerade nicht genug, um meinen Sinn abzugeben. Ja. Aber er ist verbunden dann. So, und nachher brauchst du nochmal einen Mana-Pool und schmeißt ihn hier in diesen Pool rein. Verstehst du das? Also, wenn genug Mana drin ist. Wenn genug Mana drin ist, schmeiß ich einen Mana-Pool rein. Ja. In den Mana-Pool. Ja. Damit er voll wird, so quasi. Dann kriegst du einen richtigen Mana-Pool. Mana-Spreader ist kein Mana drin. Ich glaube, das funktioniert nicht. Sag mal den Stab, gib mir mal den Stab. Weil da ist dann überall ist ein Zeichen, dass der Ding das nicht schafft. Du musst sie auch noch binden, glaube ich. Als Shift rechts geht Pflanze, dann den Spreader. Ja. Du musst alles blinden, ist ja ekelhaft. Es war früher mal anders. Mittlerweile musst du die alle einzeln anmachen. Ist ja ekelhaft. Also die am weitesten von den Spreadern entfernt sind, habe ich schon gebunden. Du musst noch die drei anderen machen. Ja, sieht man, jetzt müsste jetzt ein Haken dran sein, ne? Ja. Genau, da ist ein Haken dran. Da heißt immer Shift war früher das anders. Eine und dann da hoch. Ah ja, genau. Julia, hast du über deinen Raum keine Fackeln gesetzt? Doch. Über meinem Raum, nee. Nein, drück mal F7. Brother, dann siehst du, dass ja auch Fackeln fehlen im Raum. Stimmt, ich gehe hier raus. Tschüss, Julia. Tschüss. Brother, ich gehe raus. Was ist denn das? Das ist ja. Das gab's für die Wasserquests. Cool, was macht man damit? Oh, Moment, wenn ich F7 drücke, dann gehe ich kurz auf meinen anderen Tab rüber, saugeil. Ich gehe raus, mir zu gefährlich im Raum. Achso, Moment hier. Du hast gesagt, das Wasserquest war fertig? Ja. Und es sind einige Quests fertig gewesen. Muss mal durchschauen. So, jetzt hört er mich wieder, sehr schön. Siehst ja, wenn du die Questreihe anklickst, siehst du ja rechts, ob was zum Claim. Drei Quests available for ob Blanks. Nee, warte mal. Zum Claim ist doch das letzte, oder? Nee, das steht gar nicht dran, wenn es nichts gibt. Das ist lila. Drei Quests available for completion. Wenn du was zum Claim hast, ist es in lila unter dem blauen noch. Unter dem dunkelblauen. Ach, da ist man. 7 Quests bis unclaimed rewards. Das meinst du zum Beispiel? Ja. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich Botania. Ja, ich jetzt auch. Dann kann ich ja jetzt im Endeffekt erstmal, keine Ahnung, jedes Menge von dem Zeug mal erstmal wegräumen und kann jetzt erstmal die Tower Defense Sache mal kurz weitermachen. Ja, wobei, der müsste schon fast voll genug sein. Also wenn du ihn mit dem Mana Pool anschaust, sagt er dir, ob genug drin ist. Also wenn du den Mana Pool in die Hand nimmst. Ja, nee, also da hat sie noch nichts gegeben. Da ist doch jetzt schon blaues Mana drin, nimm mal den Mana Pool in die Hand. Blaues Mana. Ist dann ein Mana Pool mit rotes Mana oder mit einem Haken? Da ist ein Haken. Dann reicht es schon, einfach reinwerfen. Treffen noch. Das üben wir nochmal. Das ist ja nicht so gewohnt. Jetzt hast du einen besseren Mana-Pool. Reißt du den Mana-Pool ab und stellst den anderen dahin. Den brauchst du nicht mehr, der ist zu klein, um irgendwas zu machen. Brauchst du den größeren, genau. Ah ja, und jetzt verbinde ich das wieder. Ach, das ist schon verbunden. Ja, weil der da eh dahin zielt. Ah. Genau. Unbekannter Status steht da. Ah. Ja, einmal rechtsklick. Nur rechtsklick. Du musst ja nicht unbedingt verbinden, du kannst auch den Spreader per Hand einstellen, dass er irgendwo hinschießt. Ja. Glaub, das geht jetzt. Ja, bau dir mehr von den Pflanzen. Mit 5 wartest du hier Stunden. Ja. Und die werden auch nach einer Weile irgendwann kaputt. Mach noch einige davon. Wie weit geht die? Das ist das Ätzende, dass sie kaputt gehen, weißt du? Deshalb kannst du ja mehrere bauen. Du kannst dann mit einem anderen auf den hier zielen, hier reinschießen, dann da reinschießen. Verlierst du zu viel. Du musst aufpassen, wenn du zu weit wegschießt, dann siehst du an diesem Strahl dran, dass du was verlierst. Da ist so ein... Ja. Eine kleine leuchtende Stelle dann, quasi mehr. Ah ja, okay. Ich hole mir mal alles jetzt aus dem Ende. Aber das Problem ist, ich denke mal, wenn bis zum nächsten Mal sind die Blumen dann alle kaputt, oder, Brother? Ja, ich denke auch. Ja. Nee, wobei, Moment, wenn sie kein Mana sammeln, geht's auch nicht kaputt, oder? Ich glaube nicht. Du fragst mich Sachen. Ich weiß es nicht. Kann ich dir gerade nicht sagen, aber ich meine, sie gehen dann nicht kaputt. Gehen wir schon hin. Wenn mal irgendjemand anständig ausleuchten könnte. Brother meckert rum und ich gehe in seinen Raum und da ist nichts ausgeleuchtet. In welchem Raum ist nichts ausgeleuchtet? Auf dem Weg zum Spawner. Was? Da waren rote X, ich habe gerade ausgeleuchtet. Wenn du F7 drückst, siehst du doch schön, wo alles rot ist. Ach. Wer war höchstens ein X da? Na, nicht nur eins.
Was mache ich denn? Was will ich denn jetzt mal anfangen? Ah ja, da könnt ihr ja jetzt einfach mal alle die Quest abgeben gehen mit diesem Pool, dann bekommt ihr nämlich noch jeweils zwei solcher Blumen. Ich habe einen Enderbeutel. Und könnt mir die bringen. Ja, kann ich. Ich habe sie dir hingebracht. Ja, gekriegt. Der Enderbeutel, da der bei uns allen weiß ist, ist für uns alles gleiche drin. Ist doch praktisch. Ja. Hab's du dir gleich hingestellt. Danke. Musst du auch noch hinbinden. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, ich habe das nämlich falsch gemacht. Shift rechts liegt Pool, dann auf ihn. Ah, Shift rechts liegt Pool und dann da. Shift rechts liegt beides. Dunkelstahlkugeln, alles klar. So, Und jetzt, auf was als erstes? Auf den hier. Rather, ja, ich hab's eben erklärt, dass du dir bitte das Graue durchlesen sollst. Nee, die verbinden sich die ganze Zeit. Das war Absicht. Er hat einen Rotten Heart gegessen, er hat nicht zugehört vorhin. Doch, zugehört habe ich schon, aber ich hab's irgendwie. Ich hab euch extra raufgeguckt, aber ich hab's trotzdem irgendwie nicht gelesen. Ich bin zu blöd. Ah, jetzt geht's. Dark Steel Leather, Dunkelstahlkugeln, alles klar. Du hast sie schon verbunden. Echt? Nee. Warte, pass auf, Link, ich mach's wieder richtig. So, okay? Was? das sehe ich ja nicht. Ich sehe ja nur, wenn du was verkackst. Ach so, stimmt. Weil ich ja dann. Ist ja wie sterben dann. Ich könnte mit Soundcraft anfangen, ich könnte mit Blood Magic anfangen, ich weiß nicht. Aber mir ist die eine Blume jetzt auch rot. Brother, hast du... Ja, wenn sie rot ist, einfach... Ich hab einen Chunkloader gekriegt. Einfach neu connecten. Bei mir waren vorhin halt immer alle rot. Das war ziemlich genau. Ich hab einen Chunkloader gekriegt. Kannst du mir die zwei Blumen geben? Von welcher Quest denn? Ich hab keine Blume gekriegt. Botanica. Da ist in der Mitte ist dieser Bottich. Botanica, wo ist denn Botanica? Und die Folge ist vorbei, wir haben voll überzogen, oh mein Gott. Oh, bis zum nächsten Mal, tschüss! Tschüss!